Und über die Abbruchkante und die abgerutschten Häuser wollen wir noch mal sprechen. Aus Bonn zugeschaltet ist jetzt der Diplom-Geograf Matthias Habel. Herr Habel, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hallo. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit Naturgewalten und auch der Risikovorsorge. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Erdrutsch und dem gewaltigen Krater in Erfstadt? Kam das alles tatsächlich aus heiterem Himmel? Grundsätzlich kam es natürlich in Anbetracht der enormen Regenmengen, die sich hier am Dienstag und Mittwoch über die Region ergossen haben, aus relativ plötzlich, ja. Aber wenn man sich die Gesamtsituation vor Ort anschaut und sieht, dass wir es hier mit einer eingezwängten Erft zu tun haben, einem kanalisierten Fluss, dem Überschwemmungsflächen im großen Maße genommen wurden und an dessen Ufer auch in direkter Nähe diese Kiesgrube besteht, dann muss man sagen, dass man jetzt im Nachhinein zumindest feststellen kann, dass diese Katastrophe dort sicherlich mit einer gewissen Ankündigung kam. Ja. Was genau ist da im Erdreich passiert? Vielleicht können Sie uns das noch mal erläutern, dass da jetzt einfach so große Teile einfach absacken ohne vorige Anzeichen. Das ist ja immerhin kein Berghang gewesen. Das ist ja eine eher flache Region. Genau, die Region hier am Niederrhein, die ist eher flach, das ist vollkommen richtig. Nördlich von Blessem, da befindet sich eine Kiesgrube. Das ist ein großes, tiefes Loch. Mir ist nicht klar, ob es vielleicht 20, 30, vielleicht sogar 40 Meter waren. Dort wird im großen Umfang Kies und Sand abgebaut. Und jetzt im Zuge der Hochwasserwelle der Erft, die aus der südlich gelegenen Eifel dann heranrollte, ist die Erft, wir haben es auch eben gesehen, im Bereich dieser Bundesstraße südlich von Blessem über die Ufer getreten. Und hat sich im Prinzip ihre Aue zurückgeholt, aus der man sie verdrängt hat. Die Erft ist dann genau durch den Ort Blessem durchgeströmt und nördlich von Blessem dann in diese Kiesgrube geflossen. Und da nahm dann sozusagen die eigentliche Katastrophe erst ihren Lauf, denn indem das Wasser in die Kiesgrube stürzte, setzte ein Prozess ein, den wir Geografen als rückschreitende Erosion bezeichnen. Sprich, also der Rand dieser Grube verlagerte sich dann immer weiter in Richtung des Dorfes hin, in die Richtung, aus der das Wasser fließt. Und so konnte sich dieser Grubenrand immer weiter eben auf das Dorf zuarbeiten. Und dann wurde irgendwann nach 300-400 Metern der Rand des Dorfes erreicht und es mussten leider auch die ersten Häuser in diese Grube hineinstürzen. Warum wurde das Problem nicht früher erkannt und Alarm geschlagen? Hat man die Gefahr schlichtweg ignoriert oder übersehen? Ich denke, es ist viel zu früh, da jetzt in irgendeiner Weise Schuldzuweisungen vorzunehmen. Grundsätzlich glaube ich, dass man sich der Gefahr bewusst war. Denn ich habe selbst gestern Meldungen in der lokalen Presse gefunden, dass im Zuge des Ausbaus dieser Kiesgrube, der Mitte der 2010er Jahre stattfand, dem Betreiber die Auflage gegeben wurde, dort einen zusätzlichen Damm zu errichten. Das heißt also, eines Risikos war man sich grundsätzlich bewusst. Man muss nun aber auch konstatieren, dass die Regenmengen, die hier einfach am Dienstag und Mittwoch gefallen sind, so unglaublich groß waren, dass dieses gesamte Ereignis möglicherweise einfach ein Ausmaß erreicht hat, mit dem man nicht gerechnet hat, mit dem man vielleicht auch nicht rechnen musste, nicht rechnen konnte. Und wo man auch ein Stück weit sagen muss, für das es möglicherweise auch einfach keinen technischen Schutz gibt. Jetzt ist das allerdings nicht die einzige Kiesgrube in Deutschland. Und gerade wenn man sich den Tagebau betrachtet, da sollen ja künftig auch viele Gruben geflutet werden. Ist das möglicherweise eine noch ganz unbekannte Gefahr, die dann auch in vielen anderen Orten uns noch künftig droht? Grundsätzlich sollte man sich jetzt nach diesem Ereignis sehr genau anschauen, wo sich diese komplexe Gemengelage aus einer Kiesgrube, aus einem direkt sehr nahegelegenen Fluss und vielleicht auch einem kanalisierten Fluss befindet. Denn all das sind die Räume, wo dieses Risiko ganz grundsätzlich besteht. Und dort muss man sich dann natürlich sehr kritisch fragen, wie man dieses Risiko minimieren kann. Hier im Falle von Blessem sehe ich selbst keine Möglichkeit, wie hier technischer Schutz aussehen könnte. Hier gilt es künftig dann auch ganz grundsätzlich und langfristig zu denken über Maßnahmen eben wie beispielsweise die Renaturierung von Flussauen, den Flüssen mehr Raum geben, dass sie sich bei solchen außergewöhnlichen Regenmengen ausbreiten können, ohne direkt solche großen Katastrophen auszulösen.
sagt der Diplom-Geograf Matthias Habel. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch.